Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Mr. Barker. Ja, Entdeckerideen könnte ich jetzt noch machen, aber ich muss hier mal langsam weiter forschen. Ja, das ist blöd. Ich frage mich gerade, woran das hier eigentlich liegt. Ach ja, stimmt ja, das lag ja daran. Ist eine neue Session, ich habe zwar, also am selben Tag, aber... naja. Mein Gehirn ist nicht gerade das Beste. Mein Herrscher muss verrecken, mein Nachfolger muss verrecken. Ach Gott, ey. Ist das übel. Ja, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Okay, nope, das kann weg, das kann dann eigentlich noch weg. Ach nein, das kann bleiben. Jetzt haben sie sich verbunden zu einem. Hatten sie keine Lust mehr dazu, hier immer nur auf die Fresse zu bekommen. Ja, das war ja so ein Rotz. Und ihr bleibt da hinten stehen, das macht ihr super, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich gut, dass die dort so stehen bleiben. Ach so. Argon. Na komm. Ja, sehr schön. Schloss ist da. Also go ahead. Okay. Ich muss mal kurz hier das Embargo aufheben. Ja. Was? Einer meiner Generäle ist tot? Nee. Ne? Oh, ja. Das gibt es nicht. Immer meine Guten müssen verrecken. 413 ist auch gut. Das passt schon. Ja. Wollen wir doch mal schauen, ob die jetzt raus wollen. Das verdammte Kirchenstaat. Immer noch nicht. Also nein. Nee, das ist ja immer noch weg. Da meinte ich. Ach Gott. Ich laber schon wieder eine Krütze. Jedenfalls baue ich noch ein paar hier hinten hin. Oder hier hinten auf. Ja. Dann. Warte ich mal hier noch so ein bisschen. Ach ja. Hätte denn schon irgendjemand anderes Lust rauszugehen? Ach nee, wahrscheinlich eher weniger. Beziehungsweise habe ich keine Lust mit denen jetzt schon Frieden zu schließen. Blöd. Soll beide dorthin. Zusammenfassen. Ja, von mir aus. Abberufen. Jetzt haben wir schon wieder einen Rebellenaufstand oder was? Albanien. Na toll. Ich laufe mal kurz hier hoch. Oder hier rüber.
Oder die fahren nach Schiffchen. Werde ich jetzt trotzdem Albanien mal schnell entlagern. Sonst wird mir das noch zum Verhängnis. Ja, soll Athen von denen besetzt werden. Ah, die laufen jetzt da lang. Lauf auch da entlang. Und zwar ganz schnell. Mit sowas auf der Mütze. So, wer kommt jetzt hier an? 18. 16. Kann ich denen ja schon mal, also mit denen hier schon mal entgegenlaufen. Brüsselion. Lentero. Ach ja. Na. So, ja. Ich weiß ja, wo sie hin wollen. Also in welche Richtung sie wollen. Dann laufe ich nach hier unten. Obwohl, ich laufe dann erstmal nach da. Scheiße. Juhu, ich hab sie gewiped. Ihr zwei, ja, ihr bleibt da oben mal stehen. Genau. Mit euch laufe ich dann hier entlang. Also um genau zu sein mit der Hälfte. Die andere Hälfte läuft hier. Hier. Hierhin, hierhin. Ja. Dann spalte ich da immer einen ab. Oder so viele, wie ich halt brauche zum Belagern. In dem Fall. Ja, ich nehme jetzt immer zwei. Damit das halt schneller belagert wird. Ja. Genau. Ja. Auf. Und so. Und auf nach Skopje. Dann könnt ihr schon mal nach Mazedonien laufen. Okay, das interessiert mich eher weniger. Ach du Scheiße, wie viel Minus mache ich denn? Okay, die haben wir weg. Dann könnt ihr dort runterlaufen. Oh, ich mache so viele Verluste. Ich will noch einen. Also ich will mal gucken, woran das liegt. Erstmal schauen, Alter. Ja gut, Söldner kosten mich so viel, das Truppenlimit auch. Also, dass ich das überschritten habe. So, da mache ich wenigstens einmal ganz so viel. Ja, wenn ich hier drüben dann alles wieder hab, dann... Kosovo und Alentero. Na dann, viel Spaß da drüben. Ja. Kosovo ist besetzt, na dann. Warte mal, wer läuft denn eigentlich? Lauf du mal hier hin. Wenn die da sind. Lauf ich mit denen nach Mazedonien. Ach, die Algarve, endlich. So.
Ihr hier drüben bekommt übrigens den. Ja. Ja, die werden nicht mal rechtzeitig ankommen. Sage ich doch. Ihr Neun. Könntet ihr mal. Geht ihr mal hier hin, ihr Neun. Ihr geht genau da lang. Ihr Zwei. Dorthin, dorthin. Du läufst bitte dorthin. Ja, die laufen so. Das ist gut. Dann lauft mal noch mit hierher. Ja. Ne, wir haben sie nicht gewiped. Die laufen wieder darunter. Das ist gut. Also für mich. Versteht sich. Nee, bleib in Athen. Das passt dann schon. Damit das halt alles schneller geht. Halbieren. Für Belagerung halt abspalten. Und nach da gehen. Ja, dann könnt ihr 10. Oder mal Castoria, jo. Lauft dahin, dann könnt ihr 10 ja schon wieder hier hinter gehen. Obwohl, lauft mal dahin. Litauen hat sich so leicht vergrößert. Ja, gut, das passiert schon mal. Was, 29 und da oben 09? Oh Mann. Ernsthaft. Na gut, wenn die Bäder hier. Wow, was hat denn das jetzt gerade aufgehalten? Das wird mich gerade mal interessieren. Fortschritt beträgt 0. Oh. Okay. Ja. Ja, na gut. Okay. Kirchenstart. Nochmal kurz gucken. Nö, aber über die Dauer kriege ich das schon hin. Ja. Und sobald ich dann irgendeinen nicht mehr brauche, die zum Beispiel, dann laufe ich mit denen da hoch. Und entledige mich dieser Qualen. Sozusagen. Okay, dann rechts, wenn du hier stehen bleibst und ich dich auflöse. Die kann ich nicht auflösen, dann laufen die nach da. Die genauso. Ja. Na dann. So. Dann war ich auch wieder plus. Ja, das ist gut, dass ich wieder plus mache. Tilmenken, armes Marokko. Scheiß Portugal. Apropos Portugal. Von denen will ich auf jeden Fall das. Und das. Und das. So, das sind 33%. Mal schauen, wie viele Staffeln halt bekommen. Ja, also wenn ich hier ganz Portugal besetzt habe, also Original Portugal. An den Rest komme ich ja leider nicht. Ja. So schaut das aus. An den Rest komme ich leider nicht.
ja. Das ist schon ein bisschen blöd. Aber okay, was will man machen? Ach, hier unten sind noch ein paar jetzt. Hm, gut. Ja, die 16 lasse ich jetzt auch. Die jetzt noch hier so rumpimmeln. Oder 17 oder so. 801, 341. Okay, ja. Die Schatzkammer stecken oder administrative Macht. Schatzkammer gerade. Ging gerade nicht anders. Ach so, die sind da drüben angekommen. Na, dann dürfen sie wieder darüber laufen, wenn sie soweit sind. Und wieso geht das jetzt mit den Janitscharen los? Ach. 170 Armeetradition. Das ist doch blöd. Ach, und hier unten sind sie auch. Naja, gut. Von mir aus, wenn sie dann nur zu zweit sind, das stört mich nicht. Warte mal. Ja. Gut. Dann. Das ist schon blöd. Mit den Schiffen und so, aber gut. Ja, jetzt sind es halt 9. 17 machen die 9 locker platt. Ohne Müll. Oder die 10 oder die 11, ja, machen sie trotzdem locker platt. Bam, und schon sind sie weg. Die 11.000. Ja. Ach man. Nun machte mal. Ach, ich dachte gerade, hier wäre jetzt durch. Ich glaube, ich bleib mit denen jetzt gleich hier drüben. Das ist echt zum Kotzen. Ach ja. Schön, haben wir es wieder entlagert. Ach ja. Ich glaube, ich weiß, warum ich so viel Armeetradition bekommen habe. Und zwar aus Gründen. Nee, einfach nur, weil ich halt. Ja, wie soll ich sagen? Weil ich halt einfach. Ich komme nicht drauf, wie es heißt. Ach ja, weil ich einfach so viele Schlachten geschlagen habe. Ja. Ja, Leute. Ich müsste eigentlich auch bald den Ruf nach Frieden bekommen. Aber irgendwie bekomme ich den gerade nicht. Ja, das ist wirklich so. Ich bekomme den gerade nicht. Söldnerkosten, verfügbare Söldner. Ja, Söldnerkosten. Meine Güte. Und verfügbare Söldner. Ich wollte jetzt eh gerade keine Söldner mehr ausheben. Ach Mann, ist das ein Rotz. Weit bin ich denn eigentlich mit meiner Dingens-Armee-Tradition um? Ich sollte mal wieder irgendeine Schlacht gewinnen. Oder mein Herrscher sollte mal sterben. Hab ich den eigentlich überhaupt noch irgendwo drinne? Anscheinend nicht. Ach doch, ich hab ihn hier drüben. Okay, ich hab ihn hier drüben drin, den Mustafa, den ersten. Was für ein Aufstand ist das nun schon wieder? Partikularisten in Mazedonien. Wenn ich es entlagert habe, sollte das ja eigentlich wieder gehen.
Ja, warte. Ja. Schon sollten die verschwinden, sage ich doch. So. Zwei, vier, drei. Ja, 100, 100, 100. Oder was soll ich hier eigentlich haben? Ich springe das nochmal. Also damit hier das nicht weitergeht. 5, 5, 5. Ich nehme hier jetzt die Macht. Und dass mich der Berater oder die Beraterin ein bisschen weniger kostet. Die Blöcke schick, bringt mir aber auch nochmal 2, kostet dafür aber. Ja. Ich nehme sie, na, wenn ich sie schon mal hab. Und sie gibt mir halt auch noch einen Punkt. Von daher passt das schon. Jetzt bin ich zumindest schon mal bei 70%. So. Bei Portugal, wie sieht's denn da jetzt aus? Immer noch nicht. Warte mal, was stand da? Bei Portugal. Forderungen übersteigen Kriegsstand. Okay, ja, Friedensangebot. Portugal hält Lissabon. Ja, die 5 Punkte, Alter. Die 5 Punkte. Aber es darf halt einfach nicht mehr übersteigen. Dann bin ich dabei. Durch Tunesien komme ich ja sowieso durch. Telemenken könnte ich mir sogar holen und dann könnte ich vielleicht sogar hier durchlaufen. Und Portugal hier unten noch will fertig machen. Wieso habe ich das nicht eigentlich schon die ganze Zeit gemacht? Wieso stehe ich eigentlich mit denen noch hier oben rum? Wie viele haben die eigentlich noch? Wie viele davon sind von Portugal? 4? Okay, die 4000, die da oben stehen, sind noch von Portugal. Alter. Nee, aber nach da könnt ihr ja laufen. Dann durch Telemenken sollte ich ja durchkommen. Admin macht. Mal verlieren. Oh, oben habe ich gar nicht nachgeschaut. Aber naja, das war nicht so schlimm. Wie sind nicht direkt weg. Ach, es sind wieder mal 2 gewesen. Also knapp. Oh Mann. Na endlich. So, und dann könnt ihr hier hin. Und die Vierer mal noch wegplätten. Jetzt bekomme ich Ruf nach Frieden. Vor allem, die kriegen mehr Armeetradition als ich, obwohl sie verloren haben. Das ist doch nicht wahr. Aber nicht schön, sagen wir es so. Gott. Ist das nervig, da oben. Fahrt alle in den Hafen von Man. Oh, meine Kolonie ist fast fertig, sehe ich gerade. 972 schon. Dann. Juhu, jetzt ist es selbst erhalten. So. Und ein scheiß Portugal. Wenn ich da hinlaufen könnte.
Das wäre so nice. Würde ich jetzt hier runterlaufen und denen das einfach abnehmen, dann hätte ich ein bisschen Kriegsstand weniger. Ich bin schon mittlerweile bei 80%. Wie viel Prozent bin ich denn gegen die? Okay. Jetzt nehmen sie es an. Oder würden sie es annehmen, wenn ich jetzt noch das fordere? Nicht mehr. Weil Forderungen übersteigen Kriegsstand, aber da komme ich eh nicht mehr hin. Von daher sage ich, gebt denen ein bisschen was zurück. Und zwar angefangen mit Haha. Was? Ernsthaft, das heißt Haha. Haha an Marokko. Ab da an Marokko. Okay, ich lasse es jetzt erstmal so und dann schaue ich mal, wenn ich das beides belagert habe, wie viel wir da für Marokko noch rausschlagen können. Ja. Und das hier drüben. Naja. Ach, ist das schön. Gerade, meine ich. Ach, hier oben haben wir wieder welche. Na dann. Ach nee, ich bin ja sowieso da unten noch mit. Ja. Gut, dann. Mal schauen, vielleicht fliehen sie ja nur noch da. Ne, sie fliehen sogar noch weiter, aber ich kann denen ja sogar hinterher in den Kirchenstaat laufen. Oder zum Kirchenstaat. Dann heißt das, ich kann auch da runterlaufen. Finde ich nice. Das finde ich nice, dass ich jetzt sogar hier runterlaufen kann. Ja, komm, verlänger mal. Lauf. Warte mal, wieso komme ich denn da nicht hin? Ach, weil ich da hier dran nochmal vorbei müsste. Ja, nee, dann lauf dorthin erstmal. Passt schon. Ja, das wird schon gehen. Aber wie lange die brauchen? Der Kirchenstadt eigentlich noch Lust? Anscheinend nicht. Also dann Kirchenstadt. Machen wir weißen Frieden. Dann bin ich dann nämlich auch noch weiter. Dann kann ich nämlich auch hier nicht mehr hin. Toll. Kirchenstaat kriege ich Durchgangsrechte. Würde ich sogar bekommen. Ist das nice? Ne, lauft trotzdem mal dahin zurück. Okay, ja. Gut. Ist das nice? Ich würde sogar. Ne, warte mal, lauf. Wieso komme ich da nicht hin? Müsste doch eigentlich. Nee, da komme ich auch nicht mehr durch. Schade. Dann muss das so bleiben. Dann muss das halt so bleiben. Hier unten. Stört mich aber auch nicht so krass. Was? Ach, ich dachte gerade, die wären rot gewesen. Oh Mann. Aber warte mal. Warte du lieber hier drüben. Oh nein, Frankreich hat ein Embargo gegen mich verhängt. Oh nein.
Ja, von mir aus. Warte mal, zeig mal an, wie. Wow, Persien. Persien ist so groß geworden, so gewachsen. Oh mein Gott, ist das übel. Ja, das ist echt krass. Ja. Nee, die versauen mir meinen Kriegsstand. Ja, und das ist meine Befürchtung. Einfach, dass sie meinen Kriegsstand versauen. Oder greife ich dann erstmal Hedgehogs wegen. Ach komm, ich greife Hedgehogs wegen Mekka an. Geheimdienst, Anspruch fingieren. Nehmen wir Dabuk. Einfach damit ich an Mekka rankomme, damit ich noch einen Typen bekomme. Entschuldigung, dass ich gerade aufstoßen musste, aber ich sehe gerade, die Zeit ist vorbei. Ich muss jetzt hier mal Schluss machen. Also dann, bis morgen. Euer Mr. Barker.